5, Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 19/5281, politisches Weisungsrecht gegenüber Staatsanwälten abschaffen, selbstverwaltete Justiz ermöglichen, Gewaltenteilung stärken. Ich eröffne die Aussprache für die antragstellende Fraktion. Da ist er auch schon, spricht der Kollege Schulz. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal und zu Hause, liebe Kolleginnen, die jetzt den Raum verlassen, das ist sehr schade. Es geht nämlich um ein hohes Gut in unserem Staate. Es wäre sehr schön, wenn Sie einfach mal beiwohnen würden. Aber nun gut, bleiben wir eben bei denen, die es interessiert. Wir Piraten bringen heute einen Antrag ein, der es letztendlich erreichen soll, die Chance zu eröffnen, erstens, dass die Staatsanwaltschaften der Länder ihre Tätigkeit unabhängig von der Politik entfalten können, also unabhängig und fernab jeglichen externen Weisungsrechts durch die Politik respektive das Justizministerium oder andere Landesbehörden. Zweitens, zu eröffnen, dass jeder Anschein auch nur möglicher Einflussnahme in der Öffentlichkeit beseitigt wird, dort wo er besteht, und er besteht, wie wir immer wieder in der Presse erfahren können, wie wir immer wieder in Nachrichten und Fernsehsendungen, Dokumentationen und dergleichen erfahren können. Unser Antrag ist aber, und das möchte ich hier ganz besonders betonen, fern von irgendwelcher Behauptung, fern von Anschuldigungen oder Verdächtigungen der Art, dass wir hier sagen wollten oder könnten es finden, am Ende sogar permanent, irgendwelche Beeinflussungen seitens der Politik in Richtung auf die Arbeit oder Tätigkeit der Staatsanwaltschaften statt. Gleichwohl, es geht hier um die Frage der Möglichkeit. Christoph Frank, Vorsitzender des Deutschen Richterbundes, hat sich zu der Problematik im Februar diesen Jahres noch geäußert, und da hat er auch gesagt, allein der böse Schein ist geeignet, Entscheidungen zu diskreditieren, obwohl sie unbeeinflusst ergangen sind. Ein sehr bemerkenswerter Satz eines wirklich sehr erfahrenen Praktikers. Wir sagen, die Staatsanwaltschaften müssen, die Staatsanwälte müssen ihre Tätigkeit unabhängig von der Politik entfalten können, zumal im Moment nach der Gesetzeslage Weisungen zum Beispiel nicht einmal dokumentiert werden müssen. Das sehen wir wie Christoph Frank, Vorsitzender des Deutschen Richterbundes. Und um vorzubeugen, dass uns hier möglicherweise entgegengehalten wird, wir würden den Eindruck erwecken, die Rechtswirklichkeit, ich erwähnte es schon eingangs, in Deutschland oder gerade auch in NRW sei eine andere. Nein, nicht wir erwecken den Eindruck, sondern der Deutsche Richterbund. Nicht wir erwecken den Eindruck, sondern zum Beispiel auch die neue Richtervereinigung. Nicht wir erwecken ihn, sondern 83% befragter Staatsanwaltschaften und der Richterschaft erwecken ihn, indem sie genau dies äußern. Sie alle wollen die Wende. Mit dem anschließend weiß ich von Staatsanwälten persönlich zu berichten, die es selbst so sehen, dass schon allein der vorauseilende Gehorsam gegenüber einem vielleicht politisch als gewünscht empfundenen Ergebnis einen Einfluss auf die unabhängige Entscheidung in der Sache haben könnte, rechtfertigt eine breite Diskussion dieses Themas innerhalb der entsprechenden Kreise. Deswegen müssen wir das Weisungsrecht gegenüber Staatsanwaltschaften, das es auch in anderen europäischen Staaten schon längst nicht mehr gibt, auch bei uns zu Grabe tragen. Frankreich und Schweiz, da sieht es so aus, Strafverfolgung wird dort durch unabhängige Untersuchungsrichter durchgeführt. In Portugal und Italien ist es so, dass die Staatsanwälte dort noch unabhängiger sind als bei uns die Richter. Und es wird auch Zeit, dass wir uns dieser Problematik auch strukturell annehmen, denn das Gerichtsverfassungsgesetz, ein Reichsjustizgesetz aus dem Jahre 1877, welches in NRW durch die Verordnung zur einheitlichen Regelung der Gerichtsverfassung von 1935 ergänzt worden ist, hat nicht nur seinen Lebenszenit erreicht, sondern in einer modernen, völlig anders politisierten Gesellschaft, als dies noch im 19. und Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts war, ist überschritten. Das Gerichtsverfassungsgesetz ist ein Relikt aus einer anderen Zeit. Juristen unter uns wissen das. Gleichwohl findet es natürlich auch aktuell überall Anwendung, und manches ist davon ja auch gut. Die Aufhebung der Aufsichts- und Leitungsfunktion, verehrter Herr Kollege Wolf,
der Landesjustizverwaltung über die Staatsanwaltschaften bewirkt die Entflechtung von Strafverfolgung und Politik und fördert damit zugleich die öffentliche Akzeptanz der Justiz und auch durchgreifend der Politik, alleine vor dem Hintergrund des Umstands, dass wir auch stets den Aspekt der Gewaltenteilung sehr genau im Auge behalten sollten und müssen. Obgleich formelle Einzelfallanweisungen in der Praxis nur selten zum Einsatz kommen bzw. kommen sollen, habe ich eingangs übrigens schon erwähnt, Herr Kollege Wolf, ist schon eine informelle Bitte um ein bestimmtes Vorgehen von Seiten des weisungsberechtigten Ministeriums, nicht nur auf der Führungsebene, sondern auch darunter, kaum ohne Auswirkung. Sie wird nämlich diese Weisung oder Bitte für den Empfänger der Bitte immer unter Beachtung der möglicherweise folgenden formellen Weisung, auch wenn diese nicht kommt, zu verstehen sein. Somit liegt der politische Einfluss bereits auf der niedrigschwelligsten Ebene und statistisch praktisch nicht erfassbar vor. Aber auch die Akzeptanz der Justiz im Bereich der Strafverfolgung wird immer wieder durch den Vorwurf politischer Einflussnahme in herausragenden Fällen geschmälert. Doch, wird sie. Also, wenn man das Ohr an die Bevölkerung hält, Frau Kollegin Hansis, wird sie das. Und wenn Sie fragen, ob denn Fälle bekannt sind, in denen das so geschehen ist, so verweise ich zum einen auf den Teil meiner vorangegangenen Ausführungen zur eher informellen und nicht erfassbaren niederschwelligen Ebene und zum anderen auf exponierte Fälle, in denen, und das ist das Entscheidende, in der Öffentlichkeit zumindest der Verdacht geäußert wurde. Ich denke zum Beispiel an den Fall der Hypo-Gruppe in Bayern, wo immer noch die Frage im Raum steht, warum bis heute in dieser Angelegenheit noch keine Ermittlungsverfahren eingeleitet worden sind. Ich denke aber ganz speziell an einen auch aus Bayern bekannten Fall, wo vor 2 Jahren die Landesjustizministerin des Freistaats Bayern an die Staatsanwälte eine Weisung ausgegeben hat, ein Wiederaufnahmeverfahren im Fall Gustl Mollat aufzunehmen. Eine ganz klare Weisung. Nichts mit Unabhängigkeit. Es war eine Weisung, dass sie am Ende für den Betroffenen, Gustl Mollat, gut ausgegangen ist. Doch, doch, Herr Justizminister, das war so. Gut ausgegangen ist, spielt an dieser Stelle überhaupt keine Rolle. Fakt ist, es geht hier um die Möglichkeit und die Entmöglichung der Einflussnahme von Politik, wie sie auch hier im Hause vertreten ist, auch in Person des Herrn Justizministers, den ich um Gottes Willen von all etwaigen, auch wie ich das schon eingangs sagte, Unterstellungen oder dergleichen ausnehmen möchte, aber rein von der Funktionalität, von der Funktion, von der Amtsträgerschaft und dem Mandat auf der einen Seite, wie aber auch der Tatsache als Justizminister kontrolliert zu werden, praktisch durch sich selbst, mit der obersten Aufsicht über die Staatsanwaltschaften, ist verquickt. Sie ist förmlich verquickt und darum geht es, das zu entflechten. Es ist eine gute Errungenschaft unserer Demokratie und insoweit verfasst in unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, dass diese Säulen des Staates, nämlich Legislative, Exekutive und Judikative, voneinander ganz klar getrennt sind. Und dies sollten wir beachten. Und deswegen freue ich mich ganz besonders auf eine fraktionsübergreifende Debatte und Diskussion auch im Ausschuss. Und ich darf an dieser Stelle sagen, der Antrag ist von der CDU-Fraktion in Schleswig-Holstein eingebracht worden. Er ist mit einigen Gegenwehr von Fraktionsvorsitzenden Kubicki, der FDP, schließlich dann doch auch, zumindest nach einer Pressemitteilung im Januar diesen Jahres, für gut geheißen worden, zumindest was die Debatte angeht. Wir werden dieses gerne tun mit der uns bekannten, auch im Rechtsausschuss bekannten Seriosität, Sachlichkeit. Und von daher freue ich mich darauf. Dankeschön. Herzlichen Dank, Herr Kollege Schulz. Für die SPD-Fraktion spricht jetzt der Kollege Ganz. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Sie einem Redner auch an einem Freitagnachmittag noch Ihr Gehör schenken. Herr Kollege Schulz, nun kennen wir uns ja jetzt auch schon 2 Jahre aus dem Rechtsausschuss insoweit. Und ich muss sagen, ich schätze auch die Diskussionen im Rechtsausschuss, die wirklich manches Mal in die Tiefe gehen. Ich habe mich bei Ihrer Rede jetzt so 2-3 Mal gefragt, dass Sie auf der einen Seite gesagt haben, Sie wollen hier keine Unterstellungen machen und nicht im Trüben fischen. Das finde ich sehr gut. Auf der anderen Seite aber auch keine ganz konkreten
Fälle genannt haben, worauf jetzt Ihr Antrag hier zurückgeht. Und deshalb bleibt das etwas schwammig, alles, was Sie gesagt haben. Aber ich denke, da komme ich gleich in meiner Rede auch noch mal zu. Die Abschaffung, und das ist ja Ihr Ansatz, des in § 146 und 147 Nummer 2 Gerichtsverfassungsgesetz geregelten externen Weisungsrechts der Landesjustizverwaltungen gegenüber den Staatsanwaltschaften steht immer wieder, und das haben Sie auch betont, Herr Kollege, auch in der öffentlichen Diskussion, wie unlängst auch in der Ausgabe des Spiegel vom 24. Februar diesen Jahres, ganz große Artikel dann eben auch im Spiegel. Mit dem vorliegenden Antrag wollen Sie, liebe antragstellende Piraten, nach Ihren Angaben, ich zitiere, eine selbstverwaltete Justiz ermöglichen und die Gewaltenteilung stärken. So der zweite Teil der Antragsüberschrift. Damit dies gelingen kann, so Ihr Wunsch, soll das politische Weisungsrecht gegenüber Staatsanwälten abgeschafft werden. Und ich denke auch da noch mal zu dem, was Sie gesagt haben, Herr Kollege, Unterstellungen und Eindruck erwecken. Ich glaube, das ist genau der Punkt, denn mit dieser Überschrift, die Sie dann machen, sagen Sie oder erwecken den Eindruck dann eben auch, dass es dieses politische Weisungsrecht hier gibt. Und ich werde auch noch mal sagen, dass es ein Hineingrätschen seitens der Politik gerade in Ermittlungsverfahren gibt. Und da frage ich mich doch wirklich, ob das auch die Realität in Nordrhein-Westfalen wirklich beschreibt oder ob das nicht wirklich eine ausufernde Sache ist, die an die Realität in Nordrhein-Westfalen nicht herankommt. Fraglich ist doch, liebe Kolleginnen und Kollegen der antragstellenden Fraktion, ob mit einer Abschaffung des existierenden Weisungsrechts wirklich der von Ihnen angestrebte Erfolg erreicht würde oder ob damit nicht die Staatsanwaltschaft einzig und allein von einer politischen Verantwortung eines Ministers und damit im Ergebnis auch von der Kontrolle des Parlaments, unseres Parlaments hier ausgenommen ist. Ich denke, so sehen wir das in der SPD-Fraktion, das ist doch die Frage, auf die es ankommt. Auch ich habe mich im Laufe dieser Woche mit 4 mir bekannten Staatsanwälten ausgetauscht und sie gefragt, wann sie denn in ihrem Berufsleben eine externe Weisung bis jetzt erhalten haben. Ein Staatsanwalt ist mein Referent im Untersuchungsausschussbereich, ein anderer Staatsanwalt, der schon in Pension ist. Und alle 4 haben mir mitgeteilt, dass sie in ihrem Berufsleben noch niemals eine solche Weisung erhalten haben. Alle haben mir mitgeteilt, dass die gesetzlichen Vorgaben klar seien für ihren Job. Sie seien zunächst mal grundsätzlich und ausschließlich dem Legalitätsprinzip verpflichtet. Darüber hinaus wurde auch noch gesagt, dass der bis zum Jahr 2005 noch geltende Absichtsbericht, in welchem der Staatsanwalt an das Justizministerium eine besondere beabsichtigte Entscheidung melden musste, durch die Neufassung der Anordnung über Berichtspflichten in Strafsachen, kurz BESTRA genannt, abgeschafft worden ist. Darüber hinaus, und ich denke, das ist eine Sache direkt aus der Praxis, sagte mir ein Staatsanwalt, dass er mit den vorhandenen klaren gesetzlichen Vorgaben leben könne. Vorgaben oder Weisungen, welche ungesetzlich oder lediglich politisch motiviert wären, würde er natürlich gerade nicht befolgen und auch nach der vorhandenen Gesetzeslage nicht befolgen müssen. Und ich denke, das ist genau wichtig, noch mal darauf hinzuweisen, wenn Staatsanwälte dieses Hereingrätschen wirklich machen würden, würden sie ihren Job auch nicht richtig ausüben. In Nordrhein-Westfalen, das wissen Sie auch, Herr Kollege Schulz, gibt es seit 2001 die 10 Leitlinien zur Ausübung des Weisungsrechts gegenüber den Staatsanwaltschaften, nach denen auch heute in ständiger Praxis verfahren wird. Herr Kollege Ganske, wenn ich kurz unterbrechen darf. Der Kollege Kern würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Möchten Sie die zulassen? Sehr gerne. Herr dann machen wir das so. Der Kollege Kern hat dann das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Kollege Ganske, dass Sie meine Zwischenfrage zulassen. Sie haben uns jetzt gerade geschildert, wie Sie aus persönlichen Gesprächen entnommen haben, dass es quasi überhaupt kein Gebrauch gemacht wird von dieser theoretischen Möglichkeit der Einflussnahme durch das Ministerium auf Ermittlungsverfahren. Sozusagen diese in Frage stehende Regelung sozusagen funktionslos ist. Was spricht dann Ihrer Meinung dagegen, diese quasi funktionslose Regelung einfach abzuschaffen, weil sie nicht praxisrelevant ist und damit jeden Anschein zu vermeiden, dass es eine solche Einflussnahme gibt und damit, denke ich mal, den Rechtsstaat in unserem Land zu stärken? Dankeschön. Sehr geehrter Kollege Kern, insoweit wahrscheinlich Gedankenübertragung,
einen Satz weiter. Insoweit, es gibt einen Ausnahmepunkt, insoweit auch, auf den ich eingehen werde, der genau auf die Antwort auf Ihre Frage ist. Insoweit dann nochmal auf diese berühmten 10 Punkte. Ziffer 9 ist der Punkt, dass der Justizminister in Nordrhein-Westfalen zunächst mal von seinem Weisungsrecht, und das ist die erste Sache, in Anhängen, Ermittlungsverfahren in ständiger Selbstbindung keinen Gebrauch macht. Und jetzt kommt der Punkt, dass diese grundsätzliche Aussage nur für einen einzigen außergewöhnlichen Fall aufgeweicht wird, nämlich für diesen, in welchem der zuständige Generalstaatsanwalt gegen eine rechtsfehlerhafte staatsanwaltschaftliche Sachbehandlung zu Unrecht nicht einschreitet. Das ist der Punkt, den Sie mich gerade gefragt haben, warum ich denn nicht für die vollkommene Abschaffung dieses Weisungsrechts bin. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, ein solcher Fall, und das fragt man ja einen Juristen auch ganz gerne dann eben von Jurist zu Jurist, ein solcher Fall ist theoretisch vorstellbar, in der praktischen Relevanz wohl eher nicht. Doch wenn dies doch vorkommen sollte, liegt hierin eine Kontrolle der Richtigkeit der Dienstausübung, jedoch kein politisches Hineingrätschen in eine staatsanwaltschaftliche Ermittlungsarbeit vor diesem Hintergrund. In der Rechtslehre, aber da gebe ich Ihnen auch wieder recht, Herr Kollege Schulz, gibt es verschiedene Ansätze und Argumentationen hinsichtlich Ihres Antrages gerade auch. Einige Protagonisten in der Rechtslehre schlagen selbst eine Grundgesetzänderung vor für diesen Bereich. Andere wollen die Staatsanwaltschaften unter die Kontrolle der ordentlichen Gerichte stellen. Erfahrene Strafverteidiger auf der einen Seite halten es für nahezu unverantwortlich, die Staatsanwaltschaft von der politischen Verantwortung eines Ministers und damit eben auch von der parlamentarischen Kontrolle auszunehmen. Andere Strafverteidiger halten es dagegen für erforderlich, dass die Arbeit der ermittelnden Staatsanwälte besser von den Beschuldigten selbst kontrolliert werden kann. Herr Kollege Ganske, es gibt eine weitere Zwischenfrage, diesmal vom Kollegen Schulz auf dem Platz des Herrn Marsching. Würden Sie die auch zulassen? Ja, dann machen wir gerne. Das. Herr Kollege, jetzt drückt es nochmal. Genau. Dankeschön. Herr Kollege Schulz, bitte. Danke, Herr Präsident, und vielen Dank, Herr Kollege Ganske, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Gerade dieser Punkt der Frage der parlamentarischen Kontrolle wird in dem Kontext tatsächlich auch diskutiert, und es gibt dazu auch entsprechende Anregungen. Würden Sie es möglicherweise auch für ausreichend halten, wie zum Beispiel auch im Bereich G10-Kommission, durch ein parlamentarisches, fest einzurichtendes Gremium eine entsprechende Kontrolle der Tätigkeit der Staatsanwaltschaft ausreichen zu lassen? Im Grundsatz muss ich sagen, und das denke ich mal, die Antwort des Parlamentariers ist hier, auf so eine Frage müssten wir als Parlamentarier mit unserem Selbstbewusstsein, was wir haben, immer sagen, das müsste ausreichen in dem Bereich. Ich würde gerne in diesem Bereich natürlich als Parlamentarier und Jurist sehen, ob das wirklich diesem Anspruch gerecht wird, dass wir dann möglicherweise nicht die Institution des Ministeriums außen vor lassen. Vor dem Hintergrund, in diesem Wechselspiel zwischen dem Ministerium und dem Minister, der natürlich politisch dem Parlament gegenüber verantwortlich ist, ob wir den nicht außen vor lassen. Aber Sie merken, vor dem Hintergrund eine spannende Frage, die wir wohl im Rechtsausschuss dann auch noch mal ein bisschen weiter diskutieren können. Sie sehen nämlich auch hier durch die Frage, Herr Kollege, dass es viele Ansätze für einen Umgang mit der Frage gibt, wie Staatsanwaltschaften arbeiten und auch wie sie wahrgenommen werden. Unserer Ansicht nach aber, und ich glaube, das ist der grundsätzliche Widerspruch zwischen uns, Herr Kollege Schulz, unserer Ansicht nach geht jedoch schon Ihr Begründungsansatz, lieber Kollege Schulz, dass nämlich die Exekutive politischen Einfluss auf staatsanwaltschaftliche Entscheidungen nehme oder unbedingt immer nehmen will, an der Realität eher vorbei. Hier in Nordrhein-Westfalen wird das existierende Weisungsrecht mehr zurückhaltend wahrgenommen. Das haben Sie auch gesagt, Herr Kollege. Hier gilt der Satz, den der Spiegel in seiner Titelgeschichte vom 24. Februar zitiert hat. Ich zitiere, wenn einer seine Arbeit ordentlich macht, gemeint sind die Staatsanwälte, werde ihm normalerweise keiner hineinreden in seine Arbeit. Nichtsdestotrotz freuen wir uns auf die Diskussion im zuständigen Rechtsausschuss. Ich habe mich schon gefreut, dass ich diese Diskussion hier schon mit Ihnen machen durfte und werde der Überweisung Ihres Antrages dorthin zustimmen. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit hier im Parlament. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Ganske. Für die CDU-Fraktion der nächste Redner, Kollege Hartz.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr geehrter Herr Kollege Schulz. Anders als Sie und Ihre Fraktion sehen wir in den bestehenden Regelungen, das wird Sie nicht sonderlich wundern, jedenfalls so wie sie in Nordrhein-Westfalen gelebt werden, kein großes Problem. Wir sehen auch keine Anzeichen dafür, dass der Landesjustizminister künftig vorhat, beim Weisungsrecht und bei den Berichtspflichten eine Ausweitung gegenüber den Regelungen seiner Vorgängerin vorzunehmen. Mitte 2005, den Termin hat Herr Ganske schon genannt, hat die damalige Justizministerin Roswitha Müller-Piepenkötter als eine ihrer ersten Amtshandlungen die Überarbeitung der Berichtspflichten in Strafsachen, kurz genannt BESTRA, angeordnet. Der sogenannte Absichtsbericht an das Justizministerium, der die Staatsanwaltschaften in Strafsachen von überragender Bedeutung verpflichtete, die Entschließung des Ministeriums abzuwarten, bevor eine Entscheidung oder eine sonstige wichtige Verfügung getroffen werden konnte, wurde abgeschafft. Mit Erlaubnis des Präsidenten möchte ich gern die damalige Justizministerin zu diesem Vorgang zitieren. Die Staatsanwaltschaft ist kein Instrument der Politik, sie steht aber seit jeher im Spannungsfeld zwischen Recht und Politik. Das Legalitätsprinzip verpflichtet sie, wegen aller verfolgbaren Straftaten einzuschreiten, ihre Entscheidungen über die Einleitung oder den Abschluss eines Ermittlungsverfahrens, sei es wegen der Person eines Beschuldigten, sei es vom Gegenstand des Verfahrens her, haben aber oftmals politische Auswirkungen. In diesem Verfahren gilt es, den bösen Anschein politischer Einflussnahme von vornherein auszuschalten. Dies gelingt am besten, wenn die Entscheidungen nicht mehr, wie bisher, von der Zustimmung des Ministeriums abhängig sind. Wir glauben, Zitat Ende, wir glauben, Herr Kollege Schulz, dass mit der damaligen Änderung der Berichtspflichten für unser Land ausreichend sichergestellt ist, dass die Staatsanwaltschaften ihren Aufgaben unabhängig nachgehen können. Wir gehen aber auch davon aus, dass der aktuelle Justizminister hier keine substanzielle Änderung beabsichtigt. Diese Annahme dürfte im Lichte der letzten Änderung der Berichtspflichten am 30. April 2013 auch berechtigt sein. Dort wurden die Berichtspflichten nämlich lediglich um die Regelungen zum elektronischen Rechtsverkehr ergänzt. Wir gehen davon aus, dass die derzeitige Ausgestaltung sowohl erforderlich als auch angemessen ist und damit gerade keine unbotmäßige Einflussnahme auf die Staatsanwaltschaft erfolgt. Anders als Sie sehen wir also in der derzeitigen Regelung in NRW und der ja offenbar auch unstreitigen Praxis, Sie haben es ja selbst gesagt, Herr Kollege Schulz, kein regelungsbedürftiges Problem. Mit Ihrem Antrag, genauer gesagt mit Ziffer 2 Ihres Vorschlages, haben wir allerdings ein echtes Problem. Da haben Sie entweder die Reichweite Ihres Antrages nicht erkannt, vielleicht auch etwas ungenau formuliert, vielleicht sind Sie hier auch schlicht auf dem Holzweg. Sie fordern darin pauschal, dass auch generelle Weisungen künftig ausgeschlossen werden sollen. Das jedoch kann, meinen wir jedenfalls, niemand ernsthaft wollen. Zumindest das behördeninterne Weisungsrecht. Ja, aber Ihr Antrag sieht anders aus, wenn Sie den Text nehmen, Herr Schulz. Zumindest das behördeninterne Weisungsrecht muss auf jeden Fall erhalten bleiben, um eine gleichmäßige Gesetzesanwendung und einen rationalen Ressourceneinsatz sicherstellen zu können. Diskutieren kann man aus unserer Sicht allenfalls das externe Weisungsrecht des Justizministers, auf das sich Ihr Antrag aber dem Wortlaut nach nicht beschränkt. Wir sehen zwar auch hier, wie bereits ausgeführt, keinen zwingenden Änderungsbedarf, können darüber aber in den Ausschussberatungen gerne diskutieren. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Hart. Für die Grüne Landtagsfraktion spricht Frau Kollegin Hanses. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ein Markenkern nahezu grüner Rechtspolitik ist die Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz. Eine gut funktionierende Gewaltenteilung stärkt die Demokratie und den Rechtsstaat, keine Frage. Dies sollte uns allen Aufgabe und Verpflichtung sein. Auch wenn wir damit möglicherweise ähnliche Ziele verfolgen, liebe Piraten, teilen wir bereits die Beschreibung der Ausgangslage Ihres Antrags ausdrücklich nicht. Es gibt nämlich aus unserer Sicht kein politisches Weisungsrecht. Es wurde von den Vorrednerinnen und Vorrednern schon beschrieben, es gibt eben das externe und das allgemeine Weisungsrecht.
Und ein Ministerium ist erstmal kein politisches Ministerium, sondern Teil der Landesregierung. Ja, ganz sicher. Wir halten es für überholt, wie Sie es beschrieben haben, dass die Staatsanwalten ganz schlicht und platt der Exekutive zuzuordnen sind. Staatsanwaltschaften nehmen aus unserer Sicht im heutigen Rechtsgefüge eine Sonderrolle ein zwischen Exekutive und Judikative. Bei uns in NRW ist das Weisungsrecht, wie beschrieben, seit 2001 an enge Kriterien gebunden, 10 Leitlinien, die erarbeitet wurden, die sich bewährt haben. Und ich kann Ihnen berichten, dass andere Länder ähnliche Überlegungen anstellen, um dem Beispiel Nordrhein-Westfalen zu folgen, ähnliche strenge Kriterien an das Weisungsrecht zu binden. Ich möchte an dieser Stelle noch kurz darauf hinweisen, dass wir selbstverständlich auch mit dem LPVG die Mitbestimmung auch der Staatsanwaltschaften gestärkt haben. Und möchte an dieser Stelle noch betonen, dass ich mich freue auf das geplante Landesrichter- und Staatsanwältegesetz Nordrhein-Westfalen, dem in diesem Zusammenhang eine große Bedeutung zukommt. Herr Minister, 19 Staatsanwaltschaften in NRW, ja, habe ich es richtig in Erinnerung? Die 19 Staatsanwaltschaften in NRW erfüllen täglich eine besonders bedeutsame Aufgabe im Rechtsgefüge, die dort mit hohem Engagement, großer Fachlichkeit umgesetzt wird. Und sie sind in erster Linie an das Legalitätsprinzip gebunden. Die von Ihnen beschriebene Angst, Herr Schulz, konnte ich nicht beobachten bei unseren Staatsanwältinnen und Staatsanwälten. Ich habe die als sehr selbstbewusste, fachlich qualifizierte Leute empfunden, die ihr nicht aus Angst vor dem Minister zusammenzucken, ganz im Gegenteil. In Ihrem Antrag haben Sie ja im Gegensatz zu Ihrer Rede ein Beispiel genannt. Wir haben eben versucht, dass Sie ein Beispiel nennen. Das haben Sie nicht getan. In Ihrem Antrag steht da ein Beispiel, das ich für denkbar ungeeignet halte, nämlich der sogenannte Fall Edati. Ein besonders schlechtes Beispiel, weil in diesem Fall ein Ermittlungsbehördenleiter sich im Vorverfahren an die Politik bzw. an potenziell künftige Mitglieder der Bundesregierung wendet, dann ist das ein massiver Fehler des Behördenleiters und nicht ein Problem des Weisungsrechts. Also völlig abstrus. Trotzdem freuen wir uns auf die Beratung mit Ihnen. Denn auf diesem Weg können wir vielleicht uns auch das Richter- und Staatsanwältegesetz das demnächst gemeinsam angucken. Ich weiß nicht, wie dringend Ihr Bedarf ist, wie eilig Sie es haben. Ich möchte Ihnen aber noch ein paar Dinge mit auf den Weg geben, weil ich glaube, dass Sie in Ihrem Antrag auch nicht zu Ende gedacht sind. Nämlich, dass Sie einfach noch mal überlegen, welche Auswirkungen hätte Ihr Vorschlag auf parlamentarische Kontrolle? Welche Auswirkungen hätte Ihr Vorschlag für uns als Legislative, was den Bereich parlamentarische Untersuchung angeht? Berichtspflicht wurde schon angesprochen. Und auch die Rolle der Generalstaatsanwälte. Ich denke, dass das in Ihrem Antrag nicht zu Ende gedacht ist. Wir möchten gerne mit Ihnen gemeinsam überlegen, wie wir die Staatsanwaltschaften stärken oder auch insgesamt die Unabhängigkeit der Justiz stärken. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Hanses. Nächster Redner ist der Kollege Wedel für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, mit Ihrer Erlaubnis, Herr Präsident, der Staatsanwalt soll Wächter des Gesetzes werden. Er sollte darauf hinwirken, dass überall dem Gesetz und nur diesem Genüge geschehe. Er sollte nicht Vollstrecker des politischen Machtwillens der Regierung, also der Exekutive, sein, sondern den Rechtswillen des Staates repräsentieren. Der in diesem berühmten Zitat des Rechtsgelehrten Friedrich Karl von Savigny aus dem Jahr 1843 formulierte Anspruch an die Tätigkeit des Staatsanwalts bleibt auch im demokratischen Rechtsstaat aktuell. Mit ihrem Antrag fordern die Piraten die komplette Abschaffung des Weisungsrechts der Landesjustizverwaltung gegenüber den Staatsanwaltschaften. Soweit Einzelfälle betroffen sind, habe ich das Thema bereits am 14. März zum Gegenstand einer Kleinen Anfrage gemacht. Die Antwort steht noch aus und wäre für die heutige Debatte mit Sicherheit sehr aufschlussreich gewesen. Verehrte Kollegen der Piratenfraktion, erlauben Sie mir eine kleine Vorbemerkung zu Ihrem Antrag.
Ihre Anspielungen auf die Causa Edati sind rein spekulativer Natur. Sie hätten an dieser Stelle besser darauf abgehoben, dass die EU-Kommission bei ihrem Vorschlag für die Verordnung des Rates über die Errichtung einer europäischen Staatsanwaltschaft die Unabhängigkeit derselben fordert. Meine Damen und Herren, Staatsanwälte sind Beamte und damit weisungsgebunden. Sie unterliegen somit zunächst den internen Weisungen ihrer Vorgesetzten innerhalb ihrer Behörde bzw. ihres Bezirks und darüber hinaus nach den Paragraphen 146, 147 Ziffer 2 GVG, dem Weisungsrecht der Landesjustizverwaltung. Dies beinhaltet neben der Möglichkeit, allgemeine Richtlinien zu erlassen, auch das Recht des Justizministers, in Einzelverfahren Staatsanwälten Weisungen zu erteilen. Genau das ist der brisante Punkt und rechtspolitisch hoch umstritten. Denn hierdurch wird einerseits der Eindruck erweckt, eine sachfremde, gegebenenfalls sogar politische Einflussnahme könnte hierbei ermöglicht werden. Wenn wir über dieses Thema sprechen, müssen wir zwingend generelle Weisungen und Weisungen im Einzelfall unterscheiden und stringent in der Debatte auseinanderhalten. Zusätzlich müssen wir uns hierbei mit der Stellung der Staatsanwaltschaft im Gefüge der Gewaltenteilung auseinandersetzen. Denn sie ist Teil der Exekutive, gleichwohl ist sie aber ein Organ der Rechtspflege, das neben den Gerichten für die gesetzmäßige Durchführung des Strafverfahrens sorgt. Dabei ist die Staatsanwaltschaft dem Legalitätsprinzip verpflichtet. Das heißt, sie muss bei Vorliegen ausreichender Anhaltspunkte wegen aller verfolgbaren Straftaten einschreiten, soweit gesetzlich nicht ein anderes bestimmt ist. Maßstab für Opportunitätsentscheidungen nach den Paragraphen 153 folgende StPO ist nicht die Nützlichkeit, sondern eine hypothetische Rechtsfolgenentscheidung. Diese strengen Bindungen gehen über die Bindung der Verwaltung an Recht und Gesetz hinaus und verleihen den Staatsanwaltschaften eine einzigartige Sonderstellung. Und genau dies müssen wir uns bei der Diskussion vor Augen führen. Lassen Sie mich Ihnen anhand der seit 2001 in NRW bestehenden 10 Leitlinien zur Ausübung des Weisungsrechts gegenüber den Staatsanwaltschaften, mittels derer sich das Justizministerium zu einer zurückhaltenden Handhabung des Weisungsrechts verpflichtet hat, die Auswirkungen der besonderen Stellung der Staatsanwälte auf die unterschiedlichen Ausprägungen des externen Weisungsrechts der Landesjustizverwaltung veranschaulichen. Nach Leitlinie 8 erschöpft sich die Ausübung des Ministerienweisungsrechts in allgemeinen Weisungen, das heißt in dem Erlass landesweit geltender allgemeiner Regelungen, die eine gleichmäßige Strafrechtspflege im Land gewährleisten sollen. Und genau dieses generelle Weisungsrecht halten wir für unabdingbar. Stellen Sie sich vor, wir haben in NRW 3 Generalstaatsanwaltschaften. Würden Sie tatsächlich in Kauf nehmen wollen, dass in jedem OLG-Bezirk die Strafverfahren unterschiedlich gehandhabt würden, dass es zu einer Zersplitterung der Strafrechtspflege mit Düsseldorfer, Hammer und Kölner Landrecht käme? Eine einheitliche Praxis ist hier wichtig und, meine Damen und Herren, beispielsweise in der sogenannten Cannabis-Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht auch gefordert. Zwar gibt es keine bundesweit einheitlichen Grenzwerte, aber immerhin landesweit eine Richtlinie zur Anwendung des § 31a Absatz 1 BTMG, um zumindest in NRW eine einheitliche Einstellungspraxis zu gewährleisten. Ein weiteres Beispiel, das ich hier zur Notwendigkeit einer einheitlichen Strafrechtspflege in unserem föderalen Land anführen will, sind die Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren, die RIST-BV. Diese Verwaltungsvorschriften zeigen, dass im Bereich der generellen Weisungen durchschlägt, dass die Staatsanwaltschaft Teil der Exekutive und damit weisungsgebunden ist. Das Weisungsrecht in Einzelfällen halten wir dagegen für problematisch und diskussionswürdig. Auch wenn hier in NRW die Leitlinie 9 bestimmt, dass der Justizminister in ständiger Selbstbindung von seinem Weisungsrecht in anhängigen Ermittlungsverfahren keinen Gebrauch macht, reicht dies als Argument für die Beibehaltung des Weisungsrechts in Einzelfällen nicht aus. Im Gegenteil, man kann es dann auch konsequenterweise abschaffen. Aufgrund des Weisungsrechts. Herr Kollege Wedel, wenn ich kurz unterbrechen darf. Der Kollege Schulz wird gerne eine Zwischenfrage stellen. Vielen Dank. Gerne. Sie lassen die zu, hervorragend. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Kollege Wedel, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich schätze insbesondere immer Ihre außerordentlich auch in den wissenschaftlichen Bereich hineingehenden Äußerungen. Jetzt muss ich aber doch einmal nachfragen. Ihren Ausführungen ist eigentlich zu entnehmen, dass Sie das mit dieser Abschaffung des externen Weisungsrechts eher gegenreden.
die Forderung, dass eine bundesweite Abschaffung des externen Weisungsrechts der Landesjustizverwaltung gegenüber den Staatsanwaltschaften, um jedem Anschein einer politischen Beeinflussung der Justiz vorzubeugen, gemacht wird, entspringt Ihrem, und da frage ich Sie, wissen Sie das auch, Ihrem Bundestagswahlprogramm der FDP. So steht es dort drin. Sehr geehrter Herr Schulz, das zeigt, und das ist auch insgesamt bei dieser Debatte schon aufgefallen, dass Sie nicht alle Facetten dieses Weisungsrechts an der Stelle differenziert haben. Sie müssen nicht nur unterscheiden zwischen dem internen und dem externen Weisungsrecht, sondern innerhalb des externen Weisungsrechts auch wieder zwischen dem generellen Weisungsrecht und dem Weisungsrecht in Einzelfällen. Das heißt, es sind hier also drei verschiedene Fälle. Und ich komme gleich zu der Frage, ich habe ja gerade erstmal zunächst einmal über das generelle Weisungsrecht, das externe generelle Weisungsrecht an der Stelle gesprochen. Zu dem externen Weisungsrecht in Einzelfällen habe ich ja gerade übergeleitet. Und auch da werden Sie von mir eine sehr differenzierte Meinung an der Stelle vertreten wissen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, um dann mit dem externen Weisungsrecht in Einzelfällen weiterzumachen, ist es nämlich so, dass aufgrund dieses Weisungsrechts auch Einflussnahmen ohne förmliche Weisung denkbar sind. Von Praktikern werden in der Literatur beispielsweise gemeinsame Dienstbesprechungen und sogenannte Bitten von Vorgesetzten sowie vorauseilender Gehorsam als Erscheinungsformen angeführt. Solche Phänomene beeinträchtigten denn dann aber in der Tat die Staatsanwaltschaft in ihrer Funktion als Organ der Rechtspflege. Denn daraus resultiert die Gefahr, dass staatsanwaltschaftliche Entscheidungen nicht nur nach der sachlichen Richtigkeit und Notwendigkeit getroffen werden und gegen das Gleichheitsgebot verstoßen wird. Erschwerend kommt hinzu, dass Weisungen bzw. Einflussnahmen für Dritte nicht transparent sind und eine Offenbarung gemäß § 353b StGB strafbar ist. Eine intransparente Einflussnahme darf in einem demokratischen Rechtsstaat aber keinen Platz haben. Bedenken gegen die Abschaffung des Weisungsrechts in Einzelfällen, wonach sich die Staatsanwaltschaft zu einem unkontrollierbaren Machtfaktor entwickeln könnte, sind unbegründet. Die Staatsanwaltschaft ist, wie gesagt, im Legalitätsprinzip verpflichtet. Die Kontrolle ihrer Tätigkeit ist weitgehend durch die Gerichte gewährleistet und die Strafvereitlung im Amt wie auch die Verfolgung Unschuldiger sind ihrerseits strafbar. Insofern halten wir die Ablehnung des sächsischen Vorschlags zur Einsetzung einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe zu diesem Thema durch Justizminister Kutschaty auf der Justizministerkonferenz für falsch. Es überzeugt nicht, dass der Minister sich von vornherein einer Diskussion um das Weisungsrecht in Einzelfällen verschlossen hat, insbesondere unter Berücksichtigung, dass der Bundesrat am 11.10.2013 die Auffassung der Europäischen Kommission begrüßt hat, eine europäische Staatsanwaltschaft müsse ihre Tätigkeit unabhängig ausüben. Alles in allem halten wir den hier gegenständlichen Antrag für in weiten Teilen falsch und in keiner Weise differenziert. Einer Überweisung stimmen wir zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Wedel. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Minister Kutschaty das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, die besondere Rolle der Staatsanwaltschaft im Spannungsverhältnis zwischen Exekutive und Judikative wird immer wieder in regelmäßigen Abständen diskutiert, meistens immer dann, wenn es öffentlichkeitswirksame Ermittlungsverfahren gegeben hat. Und gerade in aufsehenerregenden Ermittlungsverfahren wird ja durchaus, und das möchte ich ja nicht leugnen, auch die Stimmung erhoben, sei es in der Öffentlichkeit durch Medien oder sei es auch durch einzelne Zuschriften. Der Justizminister müsste mal in diesem Falle doch den Staatsanwalt anweisen, mal besonders hart durchgreifen zu müssen und in einem anderen Fall mal anzuweisen, das ist doch nicht so schlimm, sag doch deinem Staatsanwalt mal, stell die Ermittlungen ein. Solche Forderungen, meine Damen und Herren, die offenbaren allerdings Fehlvorstellungen über die Ausübung der Fachaufsicht und des Weisungsrechts durch das Justizministerium, die leider weit verbreitet sind. Und ich befürchte, fast die ein oder andere Fehlvorstellung dürfte auch dem Antrag der Piraten zugrunde liegen. Ich möchte deswegen drei Punkte einmal ganz deutlich auch hier im Parlament klarstellen. Erstens. Ein politisches Weisungsrecht gegenüber der Staatsanwaltschaft existiert schlicht nicht.
und eine politische Einflussnahme auf die Ermittlungen von Staatsanwältinnen und Staatsanwälten in Nordrhein-Westfalen gibt es nicht. Zweitens, bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ist die Staatsanwaltschaft nach der Strafprozessordnung allein dem Legalitätsprinzip verpflichtet. Nichts anderes ergibt sich aus dem Gerichtsverfassungsgesetz. Und drittens, das sogenannte externe Weisungsrecht der Landesjustizverwaltung dient, wie auch das als intern bezeichnete Weisungsrecht der Generalstaatsanwältin und der Generalstaatsanwälte, allein der Kontrolle der Richtigkeit und Gesetzmäßigkeit der Dienstausübung und damit der Durchsetzung des Rechts. Eine Weisung des Justizministers kommt deshalb nur in dem Fall in Betracht, dass die zuständige Generalstaatsanwältin bzw. der zuständige Generalstaatsanwalt gegen eine rechtsfehlerhafte staatsanwaltschaftliche Sachbehandlung zu Unrecht nicht einschreitet. Meine Damen und Herren, das Legalitätsprinzip ist daher Maßstab des staatsanwaltschaftlichen Handelns und begrenzt zugleich aber auch die Dienst- und Fachaufsicht und das Weisungsrecht. Es steht sachfremden oder gar politischen Weisungen deutlich entgegen. Und eine solche Weisung, meine Damen und Herren, dürfte nicht nur nicht erteilt werden, die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in unserem Lande dürften sie auch gar nicht befolgen, sollte sie denn tatsächlich kommen, was allerdings nicht der Fall ist. Und wer direkt oder indirekt, direkt haben Sie es ja nicht unterstellt, aber indirekt schwingt natürlich mit dieser Antragstellung so etwas im Raum hier mit. Es würde politische Weisungen an Staatsanwältinnen und Staatsanwälte erteilt und die dann auch noch befolgt werden, der diffamiert Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in unserem Lande. Meine Damen und Herren von der Fraktion der Piraten, Sie gehen mit Ihrem Antrag nicht nur im Ansatz von einer rechtlichen und tatsächlichen Fehlvorstellung aus, sondern verkennen auch noch das hohe berufliche Selbstverständnis unserer Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in diesem Lande. Die 10 Leitlinien sind gerade schon angesprochen worden. Deswegen lassen Sie mich nur die Kernaussage der Ziffer 3 dieser Leitlinie hier nochmal wörtlich zitieren. Die Staatsanwälte unseres Landes sind inhaltlich unabhängig. Ihnen und nicht dem Justizministerium obliegt die Entscheidungshoheit über die Ermittlungen. Herr Minister Kutschat, wenn ich kurz unterbrechen darf, der Kollege Kern würde gerne eine Zwischenfrage loswerden. Ja. Möchten Sie die zulassen? Gerne. Das ist ein Ja. Herr Kollege Kern, bitte sehr. Vielen Dank, Herr Minister, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben gerade betont, dass die Staatsanwälte ja dem Legalitätsprinzip, also dem Gesetz nachzukommen haben, ist klar. Das gilt ja nun auch genauso gut für zum Beispiel Steuerfahnder. Ist Ihnen der Fall bekannt aus Hessen, wo 5 Steuerfahnder, die eigentlich unter den gleichen Voraussetzungen zu arbeiten haben, aufgrund von politischem Einfluss, aufgrund politischer Einflussnahme an ihrer Tätigkeit insoweit gehindert wurden, dass sie quasi gegen ihren Willen krankgeschrieben, psychisch krankgeschrieben wurde mit Hilfe von Amtsärzten? Dieser Fall ist mir hier nicht bekannt, ist auch nicht in meinem Zuständigkeitsbereich, weder im Bundesland noch in der Ressortzuständigkeit, sodass ich hier nicht mit spekulieren möchte, was Grundlage für eine Krankschreibung einzelner Bediensteter aus einem fremden Fachressort in einem fremden Bundesland sind. Tut mir leid, da kann ich Ihnen hier nichts zu sagen. Meine Damen und Herren, auch die Änderungen in unseren Berichtsvorschriften, Berichtspflichten im Jahre 2006 sind schon mal angesprochen worden. Und ich glaube, auch noch mal ein gutes, deutliches Signal in diese Richtung gewesen, dass wir gerade nichts von Weisungen an Staatsanwaltschaften in Nordrhein-Westfalen halten. Und, meine Damen und Herren, jetzt könnte man natürlich fragen, und das haben Sie, Herr Kern, ja in Ihrer ersten Zwischenfrage an Herrn Ganske auch so zum Ausdruck gebracht, wenn das denn alles in der Praxis kein Problem ist, dass es doch keine Weisung gibt, warum steht das denn dann noch irgendwo, dass es diese theoretische Möglichkeit gibt? Das möchte ich Ihnen gerne mit 2 Worten beantworten, nämlich einmal mit der Bedeutung des Demokratieprinzips und zweitens mit der Bedeutung der Transparenz. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bedarf alles staatlichen Handelns einer ununterbrochenen demokratischen Legitimationskette. Staatlichem Handeln ohne Verantwortung gegenüber der Volksvertretung, dem steht das Demokratieprinzip entgegen. Und die parlamentarische Verantwortlichkeit des Justizministers ist auch die Kehrseite des ihm in § 147 Gerichtsverfassungsgesetz zugewiesenen Dienstaufsichtsrechts und genau so natürlich umgekehrt, das eine kann man ohne das andere nicht haben. Ich würde mich ja manchmal freuen,
Es käme von der Opposition kein Berichtswunsch zum Sachstand eines bestimmten Ermittlungsverfahrens XY im Rechtsausschuss. Aber damit üben doch gerade Sie hier als gewählte Volksvertreter die Kontrollmöglichkeit auch noch aus über diese Arbeit, was denn da tatsächlich passiert oder nicht. Und das ist Gegenstand unseres Demokratieprinzips, auch wenn es für uns als Justizverwaltung manchmal aufwendig ist. Aber aus Demokratieprinzipgründen halte ich es für unablässlich, dass wir diese Möglichkeit haben, dass Sie gerade als Parlamentarierinnen und Parlamentarier diese Möglichkeit haben, über den Justizminister auch Informationen zu haben. Das schafft Transparenz. Wie stellen Sie sich denn vor, wenn eine solche Kontrolle, Überprüfung durch Sie nicht mehr möglich wäre? Ich glaube, auch das ist eine Lösung, die gerade Sie als Piraten doch nicht favorisieren können, wo Sie doch Transparenz ganz oben auf Ihre Fahnen geschrieben haben. Meine Damen und Herren, insoweit kann ich festhalten, dass die Bedenken, die diesem Antrag zugrunde liegen und immer zwar hier nicht so öffentlich und konkret geäußert oder konkretisiert werden können, völlig unberechtigt sind. Hier in Nordrhein-Westfalen arbeiten 19 Staatsanwaltschaften und 3 Generalstaatsanwaltschaften hervorragend, ohne eine tägliche Morgenbesprechung mit dem Justizministerium, welches Ermittlungsverfahren heute oder nächste Woche zu bearbeiten ist. Das bleibt auch so. Wir können uns aber gerne noch im Rechtsausschuss intensiver mit dieser Frage beschäftigen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Kutschaty. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir sind damit am Schluss der Aussprache und stimmen ab. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 5281 an den Rechtsausschuss. Die abschließende Abstimmung soll dort in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer ist gegen die Überweisungsempfehlung oder möchte sich enthalten? Das ist nicht der Fall. Damit ist die Überweisungsempfehlung entsprechend angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6, dem letzten Tagesordnungspunkt.